Herr Rabe, am 27. September ist Bundestagswahl. Wenn Sie an Entwicklungspolitik denken, warum ist Ihre Partei die richtige Wahl? Weil wir, glaube ich, die Einzigen sind, die gute Projektarbeit mit globaler Strukturpolitik verbinden. Und wir wollen, dass sich auch in der Weltwirtschaftsordnung was ändert, dass der Welthandel gerechter wird. Und wir wollen aber natürlich auch, dass der Oder-Stufenplan eingehalten wird. Das bedeutet, Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit, dass die bis zum Jahr 2015 auf 0,7% des Bruttonationaleinkommens steigern. Und wir wollen aber auch, dass es 2010 schon auf 0,51 geschieht. Und da haben andere Parteien das nicht im Wahlprogramm. Wir haben auch ganz präzise fürs nächste Jahr bereits die Steigerung auf 0,51% im Wahlprogramm der SPD drin. Sie haben die Steigerung der Entwicklungsausgaben angesprochen. Um diese von Ihnen genannten Stufen zu erreichen, muss ja noch einiges geschehen oder muss noch einiges draufgelegt werden. Was halten Sie von der Idee, durch innovative Finanzierungsinstrumente, beispielsweise eine Devisentransaktionssteuer, mehr Geld zu generieren? Und welche dieser Instrumente würden Sie bzw. Ihre Partei favorisieren? Wir haben die innovativen Finanzierungsinstrumente in unserem Wahlprogramm drin. Das heißt, wir wollen ganz konkret bei den Versteigerungserlösen aus den CO2-Zertifikaten diese Mittel für Armutsbekämpfung und internationalen Klimaschutz verwenden. Einen großen Teil davon, da steht bei uns im Regierungsprogramm drin. Das sind wirklich große Mittel, die man dort generieren kann. Gerade ab 2013 bis 2020 sind da Größenordnungen zweistellige Milliardenbeträge zu erwarten. Natürlich habe ich persönlich auch absolut nichts gegen eine Devisentransaktionssteuer. Im Gegenteil, würde ich auch befürworten. Aber da muss man sehen, das geht nur international. Da warten wir jetzt schon seit Jahrzehnten drauf. Deshalb halte ich es jetzt für sinnvoller, uns vor allem auf die Mittel zu konzentrieren, die wir auch wirklich bekommen können. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch für eine Devisentransaktionssteuer auf internationaler Ebene werben sollte. Noch 5 Jahre etwa bleiben, bis die Millennium-Entwicklungsziele umgesetzt sein sollen. Wenn das realisiert werden soll, dann muss jetzt schnell gehandelt werden. Nun fordern entwicklungspolitische Organisationen wie FENRO oder jetzt auch Dirk Messner vom DIE einen MDG-Aktionsplan der Bundesregierung. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag und würden Sie bzw. Ihre Partei einen solchen Plan unterstützen? Also ich bin natürlich, das ist die oberste Leitlinie von mir und meiner Partei in der Entwicklungspolitik, dass wir die MDGs erreichen und wir wollen auch alles tun, dass wir sie erreichen können. Wenn ein weiterer Aktionsplan nochmals hilft, sehr gerne. Wir haben ja bereits den Aktionsplan 2015 der Bundesregierung. Ich persönlich bin nun in den langen Jahren, die ich Entwicklungszusammenarbeit mache, allerdings immer so ein bisschen der Überzeugung, wir wissen eigentlich, was zu tun ist. Es muss jetzt endlich umgesetzt werden. Wir brauchen keinen Aktionsplan mehr, um zu wissen, dass wir einen fairen Welthandel brauchen, dass die Agrarexportsubventionen abgeschafft werden müssen, dass wir eben den Oder-Stufenplan erreichen müssen, dass wir in Bildung, in ländliche Entwicklung investieren müssen. Das wissen wir eigentlich alles. Von daher würde ich mich lieber nicht so sehr darauf konzentrieren, noch neue Papiere zu schreiben, sondern endlich die Sache anzupacken und politisch auf allen Ebenen gemeinsam mit FENRO und den ganzen Nichtregierungsorganisationen, die hier eine ganz wertvolle, tolle Arbeit leisten, dass wir eben zusammen hier mit den Bürgern in Deutschland dann auch dafür sorgen, dass die MDGs wirklich in die Tat umgesetzt werden und dass wir das gemeinsam schaffen. Meine Partei ist der Meinung, dass Agrarexportsubventionen sofort abgeschafft werden sollten. Das Entwicklungsministerium BMZ wird nach der Wahl weiterhin ein starkes, eigenständiges Ministerium bleiben, das kohärent alle anderen Ressorts mitsteuert, die in entwicklungspolitischen Fragen auch eine Rolle spielen. Meine eindrucksvollste Dienstreise in ein Entwicklungsland führte mich nach? Nach Mosambik und Malawi, weil ich dort gesehen habe, dass auch Menschen, die wirklich von ganz wenig leben, eine Lebensfreude, einen Optimismus ausstrahlen, anpacken, hart arbeiten, klug sind. Und ich glaube auch, dass die Erfolge, die wir zum Teil in den Ländern auch vorweisen können, dafür stehen, dass Afrika auch eine Zukunft hat, wenn wir den Menschen da die Chance geben.